Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder sollte ich eher sagen ein neues Let's Play. Ja, mal wieder ein neues Let's Play. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte Anno gerade nicht spielen. Ich will das jetzt eigentlich nur privat spielen, weil das machen so viele YouTuber, erst recht große YouTuber, da brauche ich kleine YouTuber oder ja, eigentlich gar nicht spielen, ne? Also habe ich mir gedacht, nee, komm, brauchst nicht mehr spielen, das Spielen größere YouTuber, es sei denn, es gefällt euch so mega, weißt du, da kann ich das auch weitermachen, ist kein Problem, aber gerade erstmal nicht. Und zwar habe ich mir einfach gedacht, okay, ja, wahrscheinlich nimmst du einfach mal das Let's Play weg und machst dafür ein anderes, wie bei Civilization. also, ich habe mir einfach gedacht, okay, das Spiel habe ich mir früher mal gekauft, Silent Hunter 5, ich eigentlich ein schönes Taktik-Strategie- oder Echtzeitstrategiespiel. Zwar nicht hier mit irgendwelchen Aufbau-Dingsbums und so. Ich ein U-Boot-Spiel. Silent Hunter, das hat immer, also wenn man Silent Hunter hört, dann denkt man auch immer an U-Boote. Also Silent ist ja ist so, ne? Auf jeden Fall wollte ich wollte ich mal die Kampagne, eine neue Kampagne anfangen, eine neue Kampagne. So, Oscar-Entwickler, lol. Lol. So, Erian. TV. Gut. Ich habe schon wieder am Anfang viel zu lange rumgelabert, aber ich... Ist mein Geschrat egal, so, ne? Gut. Die Kampagne Total Germany. Total Germany, 3. September 1900... Alter, bin ich gerade ein bisschen behindert? 3. September 1939. 1. Juni 1940. Europa befindet sich im Krieg. Die Kriegsmarine kann sich keine direkte Konfrontation mit der Royal Navy leisten. Wir müssen unseren taktischen Schwerpunkt daher auf die Bekämpfung der Handelsschifffahrt legen. Die Hauptrolle dabei wird die U-Boot-Waffe. Was? U-Boot-Waffe? Okay. Spielen. Leider stehen nur 56 U-Boote im Dienst, von denen 22 für den Einsatz im Atlantik geeignet sind. Doch wir müssen jegliche Anstrengungen unternehmen, um Großbritannien den Nachschub abzuschneiden und seine Kampfkraft zu schwächen. Wir befinden uns in einem Tonnagekrieg gegen die schlagkräftigste Marine der Welt. Okay. Das hört sich doch schon mal sehr spannend an. So, ich spiele auf Mitte. Weil Mitte ist halt so Mitte, ne, kann man machen, ne, kann man auf jeden Fall machen. Spieleinführung überspringen. Nein, ich möchte das Spiel schon euch erst recht am Anfang mal ein bisschen zeigen, ein bisschen. Und dann ist es auch okay, wenn wir das Tutorial spielen. So, der Ladebildschirm ist etwas lang, deswegen ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! Nehmen Kurs wieder auf. Herr Leutnant? Der Kaloin will Sie sofort auf der Brücke sehen. Aufwachen! Der Kaloin will Sie sehen. Sie schon. Was ist los? Was meinen Sie damit? Stimmt das nicht? Naja, wir bekommen jede Menge Offiziersfunksprüche. Da ist irgendwas im Busch. Der Kaloin hält sich noch bedeckt, aber ich spüre, dass der Krieg kommt. Beeilung, der Kaloin sagt, es ist dringend. So, dann wären wir im Spiel. Und da oben sind unsere Aufträge. Sprechen Sie mit Kapitän Rahn auf der Brücke. Steigen Sie die zwei Leitern zum Kommandoraum geradeaus hinauf. Der Kaloin will Sie einsehen. Ich warte hier. Ja, ich versuche hier zu arbeiten. Ruhe bitte. What? Okay. Und wie sieht Ihr Plan aus? Okay. Das liegt in der Nähe der Rockall Bank. Und innerhalb unserer Reichweite. Oh, ne, wären wir auch schon oben.
schon lange nicht mehr erlebt. Wie friedlich das hier ist. Als ob alle Sorgen der Welt hier keine Wellen schlügen. Und doch ist das nur die Ruhe vor dem Sturm. Wir sind im Krieg, Nummer 1. Der Überfall auf Polen hat begonnen. Anscheinend bekommt unser geliebter Führer jetzt doch die Möglichkeit, die Geschichte neu zu schreiben. Und wir stecken mittendrin. Hey! Schiff voraus! 2 Uhr! Läuft nach Westen! Dann geht's wohl los. Geben Sie Alarm! Alle Mann auf Gefechtsstation! Möge die Jagd beginnen! Schneller, schneller, schneller! Na los! Okay, gehen Sie zum Seerohr in der Zentrale und klicken Sie auf das Seerohr. Ja, ich höre gerade konzentriert die Leitung runter zu klettern, das ist spannend. Okay. Okay. Das ist das Seerohr, ja, das ist das Seerohr. Senken Sie das Schiff oder führen Sie alle 4 Borg-Torpedos ab. Wo ist es denn? Da. Ja, das ist ja okay. Steht das? Es müsste stehen, ja. Okay. Wenden müssen wir uns nicht. Also, Rohr 1, los. Rohr, feuert 1. Ich glaube, wir brauchen den zweiten Torpedo gar nicht abfeuern. Feuern. Na, wo ist er denn? Das? Keine Ahnung. Nee, war nicht. Okay. So, ich beschleunige mal ein bisschen die Zeit. Yay, versenkt. Versenken die 2 weitere... Was? Die 2 weitere feindliche Schiffe und ich kann nicht lesen. Was? So, da war das Schiff. Wo sind die anderen? Ich bin doch schon ein bisschen eingespielter, also. Ja. Ja. Neuer Wegpunkt. Kurs 2. Nimm Kurs wieder auf. So, ich beschleunige die Zeit mal. Ich hab's auch schon ein paar Mal gespielt, sieht man, oder? Sind die das? Müsste. Okay. Zeitbeschleunigung runterstellen und schon mal schauen da hinten. Okay, so. Ist es eigentlich ganz easy. Man muss das Ziel erstmal erfassen. Dann ist es leichter, die Torpedos abzufeuern. Und man muss halt Missionen erledigen, wo man Schiffe versenken muss. Es ist eine sehr große Welt, deswegen braucht man den Zeitraffer auch sehr, sehr oft. Weil man muss an Stellen hin, wo man sonst nicht wirklich hinkommt. Aber ja, das sehen wir dann schon. So, wenn ich jetzt hier so schieße, ein bisschen vorhalten. Funktioniert das? Wo ist denn das Schiff? Ist es das? Ach, los, ist es okay. Ich würde sagen, hier so. So, mal sehen. Okay, Spiel mal wieder. Am Arsch. Am Arsch. Wie der Sound immer rumbackt, ey. So welche Stellen werde ich höchstwahrscheinlich rausschneiden, aber ich lasse es jetzt mal trennen, nur damit ihr wisst. So, was? Bist da? Naja, komm. Fang nicht wieder ein. Danke. So, wo ist denn das jetzt? Da. Ist der Torpedo. Der lenkt dann in die Richtung des Bootes. So, wieder ein bisschen Zeit beschleunigen und... Oh, der geht... Mist, ich habe zu weit vorgehalten. Nein! Okay, dann nochmal. Müsste das hier so passen. Feuer. Oh ja. Serious?
Ich traf nicht. Dann mache ich halt jetzt so. Und fall. Mann, das geht ja nicht hier. Das ist ja. Ich glaube, die bewegen sich auch nicht richtig. Explosion. Was? Ich treffe das Falsche. Okay, welches habe ich denn dann anvisiert? What? Hey, ganz ehrlich, welches habe ich jetzt anvisiert? Das ist komisch, aber egal.